Ja, hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Survivalschule.at. Ich möchte euch heute ein kleines, besonderes Klappmesser vorstellen. Und zwar handelt es sich hier um das EKA Swede 88. Das Swede 88 gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einerseits diese hier mit dem Bubinga-Holz. Es ist ein tropisches Hartholz aus einem gezüchteten Bestand und andererseits auch mit einer Maserbirke. Das Modell mit Bubinga-Holz, so wie es hier ist, kostet 29,90 Euro und das andere mit Maserbirke kommt auf rund 60 Euro. Allerdings ist dort auch eine Scheide aus Elchleder dabei. EKA, die Firma gibt es schon sehr lange. Die Messer werden in Schweden hergestellt und man hat bei jedem Messer hier eine Seriennummer und auch 10 Jahre Garantie auf das Messer. Seit 1882 stellt die Firma EKA Messer her und hat vorwiegend feststehende Messer im Programm, aber auch ein paar Klappmesser. So wie es hier liegt, außer diesem Lanyard hier, wird das Messer geliefert. Also man hat das Messer, ein Lederband, die Garantiebescheinigung und die Schachtel. Also sehr einfach und primitiv gehalten, das Ganze. Es bedarf auch nicht wesentlich mehr, für das Messer ist das absolut ausreichend und für den Preis von 30 Euro kann man sich jetzt auch keine überdimensional große Verpackung erwarten. Was dann im Endeffekt sowieso im Müll landen würde und deswegen auch interessant ist. Das Swede 88 ist ein Klappmesser, das mit einer Rückenfeder verriegelt, ein sogenanntes Backlock. Und der große Vorteil dieses Messers ist hier diese Schraube. Sollte sich also irgendwann ein Klingenspiel einstellen, sei es seitlich oder von oben nach unten gesehen, kann ich hier an dieser Schraube das Ganze nachjustieren. Den Lanyard habe ich selbst aus Paracord angeknotet, man könnte aber auch die beigelegte Lederschnur verwenden. Die empfinde ich persönlich als sehr dünn, erinnert irgendwie an einen sehr, sehr dünnen Velour-Lederstreifen. Ja, ist mir persönlich zu dünn, deswegen auch das Paracord hier. Das Swede 88 wird aus 12C27 Stahl gefertigt, ist ein Sandvik 12C27, ein rostfreier Stahl, hat eine Rockwellhärte von 58 bis 60 Rockwell, eher so um die 58, 59 herum. Die Klingenstärke, und das ist das Besondere an diesem Messer auch, hat gemessene 1,6 mm, also eine sehr dünne Klinge. Allerdings darf man diese Klinge nicht unterschätzen. Sie ist hervorragend geeignet für Everyday Carry und für alle Schneidaufgaben, die im Prinzip so anfallen. Dieses Messer hält aber durchaus auch robustere Aufgaben Bestand. Der Griff ist aus einem Stück geformt. Also es ist alles ein Holzklotz, wo dieser Schlitz eingearbeitet wurde. Wir haben hier Messingpins, Messingnieten und auch diese Messingschraube. Man sieht, das glänzt auch wunderbar hier. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Klinge hat einen Hauptanschliff und dann einen Sekundäranschliff. Und dieser Sekundäranschliff ist ein Hohlschliff. Sieht zwar jetzt aus wie ein skandinavischer Schliff, aber man erfüllt das mit den Fingern recht einfach, dass es sich um einen Hohlschliff handelt. Zusätzlich wurde am Ende dieses Hohlschliffs noch die Schneide angebracht. Und hier am hintersten Ende der Klinge, man kann das etwas erkennen, ist eine kleine Schleifkerbe eingearbeitet, damit man auch über einem Schleifstein besser arbeiten kann. Sie ist sehr spitz, die Klinge, was gute Eigenschaften mit sich bringt, speziell wenn man das jetzt zum Fischen verwendet oder um... Ja, bei allen Anforderungen, wo man eine gute, solide Spitze braucht, eine vernünftige Spitze braucht, ist man mit diesem hier super bedient.
Man hat hier eine Fingernagelkerbe, an der sich das Messer öffnen lässt. Also hier wird der Fingernagel eingehakt, dann lässt sich die Klinge recht leicht aufziehen und mit einem satten Klack ist die Klinge verriegelt. Befindet sich auch keinerlei Spiel hier bei der Klinge. Die Rückenfeder ist in meinen Augen etwas straff. Also zum Runterdrücken, zum Entriegeln des Messers, es geht sehr streng am Anfang. Ist vielleicht noch, muss ich noch einlaufen, das Messer ist jetzt brandneu. Des Weiteren war der Schliffabwerk nicht so besonders, also es war kaum möglich Papier zu schneiden, mehr zu reißen und zu rupfen. Der Schnitt war nicht sauber, allerdings habe ich das mit ein paar Zügen am Schleifstein habe ich das erledigt gehabt und jetzt auf Rasurschärfe gebracht. Also ein sehr einfach zu wartender Stahl, durch Rostfreiheit auch gut geeignet, um Nahrung zuzubereiten. Natürlich auch von Vorteil hier nachher diese dünne Klingenstärke von 1,6 mm, um auch wirklich damit keine Karotten zu spalten, sondern wirklich vernünftig schneiden zu können. Das Messer liegt satt in der Hand, also ich habe ausreichend Platz dafür. Es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Griff, also ich war wirklich positiv davon überrascht, dass der Griff so gut in der Hand liegt. Das Messer, wie man hier schön sehen kann, wenn ich es langsam zudrücke, klapp, durch die Rückenfeder zieht sich das Messer hinein. Das Messer ist auch mittig genau ausgelegt, also es ist jetzt hier nicht auf einer Seite mehr von der Klinge wie auf der anderen, also es ist wirklich sauber mittig ausgerichtet, das Ganze. Ich weiß nicht, ob die Kamera das fokussieren kann. Die Messingschraube habe ich ja schon erwähnt, ist eine einfache Schlitzschraube, man könnte das auch mit einer kleinen Münze oder so betätigen. Hier dann die Rückseite der Schraube, das gleichzeitig auch die Klingenachse bietet und die drei Messingpins, die einerseits das Ganze fixieren und auch ja, Metallteile festhalten, die sich im Inneren des Messers befinden. Und hier unten was sehen kann. Sind so die Federn eingebaut und auch die Rückenfeder auf Spannung zu halten. Dieser Pin hier ist der wichtigste mitunter neben der Klingenachse, da dieser Pin für diese Rückenfeder zuständig ist. Also das ist der Drehpunkt dieser Rückenfeder. Was könnte man verbessern an dem Messer? Ich würde persönlich die Verarbeitung etwas besser machen, allerdings würde sich dann auch ein höherer Preis ergeben. Hier steht zum Beispiel diese Feder etwas über, aber das ist jetzt ein Millimeter, wenn überhaupt. Das wäre schöner und angenehmer, wenn das mit in einer Flucht wäre mit dem Holz. Was würde ich noch machen? Ich würde die Klinge auf jeden Fall besser schärfen, bevor ich es ausschicken würde. Es wirklich war mehr stumpf wie scharf. Out of the box, brandneu, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und vielleicht könnte man hier diesen Übergang zwischen Klinge und Rückenfeder etwas genauer machen. Man sieht hier, es ist zwar kein Spalt in dem Sinn vorhanden und es wackelt auch nicht. Die Funktion wird dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt. Aber es ist einfach optisch nicht schön, wenn man hier so einen, wenn hier der Übergang nicht sauber angepasst wurde. Der Klingenrücken ist abgerundet, also man könnte hier mit keinen Feierstil betätigen. Allerdings für alle Aufgaben, die mit groben Sachen zu tun haben, hat man ein feststehendes Messer und für feine Arbeiten, Schnitzarbeiten wäre dieses Messer ideal. Durch die zweihändige Öffnung und die Verriegelung ist es noch legal im deutschen Raum. Das hier ist ein sogenannter Backlog-Folder und ja, ich bin auf jeden Fall sehr positiv angetan von dem Messer. Es ist
liegt wunderbar in der Hand, also kaum ein Messer in der Hand gehabt, das so gut in der Hand liegt. Traum, ja, ist wirklich sehr genial. Zu den Abmessungen vielleicht noch ganz kurz. Wir haben eine Klingenlänge von 7,4 cm und eine Grifflänge von 10,5 cm, 10,6. Also der Griff ist hier etwas länger und wuchtiger von der Optik her im Vergleich zu dieser Klinge. Ich finde es für alle Everyday Carry, für alle Alltagsaufgaben ausreichend und gut bemessen. Aber ich finde auch für alle Tätigkeiten, die mit Bushcraft zu tun haben, wäre das Messer ausreichend. Ja. Wer also auf der Suche nach einem passenden Allround-Messer ist und ein Messer, das er in der Hosentasche verschwinden lassen kann, das sehr robust ist und eine schöne Ästhetik hat, gut in der Hand liegt, rostfreier Stahl, schnitthaltig ist und günstig ist, der ist mit dem EKA SWD88 sicherlich gut bedient und ich werde es auf jeden Fall jetzt eine längere Zeit mit mir herumtragen. Es hat auch kaum Gewicht, es ist ein sehr leichtes Messer und ja, ich freue mich auf viele schöne Erlebnisse mit dem Messer. Und hier das Video dazu, nur falls ihr euch dann fragen solltet, was für ein Messer hat er jetzt wieder dabei, das wird dann die nächste Zeit mitunter das EKA sein. Danke fürs Zusehen, meine Freunde, würde mich natürlich über Kommentare eurerseits freuen. Wünsche allen nochmals schöne Weihnachten. Bis zum nächsten Mal, eure Survival Schule.